willkommen zum 14. Türchen vom Bier-Adventskalender. Die 14 befindet sich, ja, wo denn? Hier unten genau. Da ist so eine Schleife, das seht ihr bestimmt gar nicht. Wir drücken aber einfach mal rein, ziehen das raus. Und was haben wir da für einen schönen Kronkorken? We love Bier mit einem grünen Herzchen. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Wir hauen den Botsch hier runter, gucken uns mal die Flasche an. Das ist nämlich ein goldenes Ziegenbock. Guckt euch das mal an, wie genial das aussieht. Das glänzt und funkelt in allen Farben. Goldenes Etikett, goldener Rand vom Kronkorken und obendrauf einfach We Love Beer. An dem Deckel dachte ich jetzt, dass hier vorne auch nochmal ein fettes, großes, grünes Herz drauf ist. Also das überrascht mich, sieht aber trotzdem stark aus. Ziegenbock Starkbier mit 7,5 Promille. Ich zeige das euch jetzt nochmal von meiner Seite, denn wir müssen ja zuerst wieder das Etikett bewerten hier. We Love Beer, sehr schöner Deckel, den hebt man auf jeden Fall auf. Und hier habt ihr Ziegenbock seit 1997, das ist noch gar nicht so alt. Guck mal, wie die guckt, ne? Richtig genial. Etikett hier oben sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Gehen wir mal runter, gucken hier, guckt euch das an, bam, da noch ein Wappen, ein richtig goldener Rand, das sieht sehr genial aus, auch hier unten wieder mit dieser Banderole, Brauerei, irgendwas kann ich nicht lesen, ist mir zu krasse Schrift, Starkbier auf jeden Fall, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, mehr braucht ihr nicht, Brauerei Zwönitz, okay, im Erzgebirge mit 7,5 Promille. Was geben wir da jetzt? Geben wir 5 Punkte? Geben wir 4 Punkte? Also ich finde, an sich ist das ja nicht so extrem überladen. Das ist ja auch schlicht. Ihr habt hier den Hauptaugenmerk, ihr habt ein großes Logo, ihr habt eine Schrift in der Mitte. Das ist nicht zu extrem überladen. Das sieht trotzdem richtig edel aus. Für das Etikett würde ich trotzdem also 5 Punkte geben. 4 wäre zu wenig. Auch der Deckel hier oben, sehr schön gemacht. Also 5 Punkte. Für das Etikett stellen wir euch mal hier hoch, schreiben das kurz auf, dass wir das nicht vergessen. 5. So, als nächstes haben wir natürlich wieder Farbe und Schaum. Dazu holen wir unser Bier-Tasting-Glas, machen das auf und jetzt fluppt der Deckel wieder weg. Den muss ich nachher wieder suchen. Oha! Ne, ich rieche noch nicht. Riechen darf ich ja erst danach. Wir schenken ein, gucken mal, das dürfte ja jetzt eigentlich ein bisschen dunkler sein. Oh ja, das sieht aus, das sieht schon wieder aus wie eine Coca-Cola. Richtig so eine Bernsteinfarbe. Das kommt natürlich drauf an, also wer auf dunkles Bier steht, der findet die Farbe natürlich sehr genial. Wer ein Bier mit einer typisch goldigen Note verbindet, der würde sagen, was ist das denn? Das sieht ja aus wie Cola-Bier. Ich will ein kräftiges, goldenes. Schaum? Wo ist denn der Schaum mit hin? Den Schaum habe ich vergessen mit auszuschenken. Sieht aus wie ein Malzbier, genau. Aber Farbe für ein Starkbier hat das eine sehr kräftige Farbe. Sieht aus wie eine Mischung aus Cola und Rotwein. Also Farbe an sich interessant. Wenn das so dasteht, ist auf jeden Fall ein Blickfang wert. Schaum ist leider gar keiner drauf jetzt. Ich würde trotzdem für die Farbe 4 Punkte geben, weil die einfach so stark aussieht. Das Starkbier mit der starken Farbe, geben wir mal 4 Punkte für Farbe und Schaum. Hätte es noch ordentlich Schaum drauf gehabt und eine kleine Krone, würde ich sogar 5 geben. Das sieht aber genial aus. Wir kommen zum Geruch. Riecht komischerweise jetzt ein bisschen süßlich. Hat aber so eine typische Brauereinote, wenn ihr irgendwo an der Brauerei, habt ihr im Ort eine Brauerei? Ich komme ja eigentlich aus Hessberg, da gab es ja immer Brauerei und immer wenn man da vorbeigelaufen ist, hat das genau so gerochen. Geruch finde ich also annehmbar, riecht nicht zu bitter, riecht nicht zu soft, hat eine schöne Note, würde ich sogar auch, was gibt man denn, mal 5, hä? 5 hat man schon mal, 5, 4, 3, riecht. Weiß ich nicht, es riecht angenehm, ich kann nichts an dem Geruch aussetzen. Ich glaube, da würde ich sogar jetzt die volle Punktzahl geben. 5 bei Geruch. Und jetzt kommt es natürlich an auf Geschmack. Wird es jetzt die Nummer 1 werden? 17 Punkte ist das beste Bier. Wenn es jetzt 5 erreicht oder wenn es 4 erreicht oder wenn es 3 erreicht,
dann ist es auf Platz 1. Bei 3 Punkten teilt sich den Platz 1. Bei 4 Punkten ist es der neue König. Bei 5 Punkten reißt es komplett die Hütte ab. Wir sind gespannt. Wir probieren jetzt das Ziegenbock-Starkbier. Da mit der Ziege. Richtig genial. Guckt euch die an. Der Geschmack ist natürlich jetzt wieder sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn ihr Starkbier trinken wollt, ich finde dafür, dass es Starkbier ist, schmeckt es gar nicht so stark. Es hat so eine malzige, dunkle Note, die schmeckt man deutlich raus. Wenn ihr jetzt Schwarzbier trinkt oder so, hat das auch so eine Note, nur dass das eigentlich nicht stärker schmeckt wie die anderen. Wenn ich jetzt Elephant Ultra Strong oder so nehme und vergleiche das und ich probiere das Elephant Ultra Strong mit einem Schluck, da zieht sich mir auch gleich alles zusammen, denn das ist, schmeckt so kräftig und manchmal dann auch so unangenehm, dass obwohl es 7,5 hat, hat das trotzdem eigentlich einen angenehmen Geschmack, eben diese malzige Note, dadurch, dass es ja ein dunkles ist. Das müsst ihr ja bedenken, ihr könnt ja nicht trotzdem dunkel und hell miteinander vergleichen, das ist ja wie Birnen und Äpfel. Also so komisch es klingt, das Glas ist schon fast leer, wenn ich noch einen Schluck nehme, das läuft richtig gut runter. Ich glaube, das in einem Hieb so wegzutrinken ist kein Problem, dann knallt irgendwann der Alkohol durch, da habt ihr dann schon 10 Flaschen getrunken oder so, das ist gefährlich, das ist richtig brutal. Schmeckt auf jeden Fall nicht nach Spülmittel, wie es das eine andere war. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, für 3 Punkte wäre es eigentlich zu schade. 4 Punkte würde ich auf jeden Fall geben, da man das einfach gut trinken kann, das auch nicht zu bitter ist, auch nicht zu stark, trotz der Stärke von 7,5. Aber ich überlege, ob ich sogar 5 Punkte gebe. Wenn ich 5 Punkte gebe, dann hat das überall die volle Punktzahl, außer bei Schaum und Farbe, was nur am Schaum lag, weil kein Schaum drauf war, was vielleicht auch nur daran lag, wie ich eingeschenkt habe. So, dann hätte das volle 5 Punkte überall und hätte 20 Punkte erreicht. Also wäre das das beste Bier aus dem ganzen Kalender. Ich verstehe es nicht. Wollen wir das machen? Wollen wir 5 Punkte geben? Dann hat es zwar nur 19, aber es schmeckt einfach gut. Also ich trinke eigentlich nicht so gerne Schwarzbier, weil das eben dann auch immer so, ja, so extrem malzig, aufdringlich und bitter schmeckt. Manche, das schmeckt aber überhaupt nicht bitter. Das hat eine dunkle Note. Aber ihr könnt das einfach reintrinken. Das begeistert mich jetzt. Ich sehe, das Glas ist gleich leer. Kein anderes ist bisher so gut gelaufen. Ich glaube, das muss was heißen. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen draufsetzen. Ich glaube, das erste Mal jetzt, dass wir bei Geschmack 5 Punkte vergeben. Wo schreibe ich das denn hier hin? Genau, beim Ziegenbock, jetzt dachte ich, ich habe es in die falsche Zeile. 5 Punkte für den Ziegenbock, also richtig brutal. Und hätte ein bisschen mehr Schaum drauf gestanden, hätte der insgesamt komplett die 20 Punkte erreicht. So bekommt er hier 19 Punkte in dieser Wertung und ist damit Platz 1 bis jetzt im Adventskalender, im Bierkalender. Merkt euch das. Ich muss hinten nochmal lesen, wie die Stadt heißt. Zwönitz. Das Zwönitzer Ziegenbock mit 7,5. Ich hätte nie gedacht, dass ein Bockbier mir so gut schmeckt. Das war's aber von heute. Wenn ihr das nicht kennt, checkt das mal aus. Ihr könnt auch auf die Website gehen. www.brauereizwönitz.de. Vielleicht erfahrt ihr noch mehr darüber, könnt euch mal eins bestellen oder so. Oder ihr fahrt direkt mal zur Brauerei, macht mal ein Praktikum und ja, das war's von meiner Seite aus. Jetzt habe ich kaum noch was hier drin, ne? Wir sehen uns morgen auf jeden Fall beim Türchen Nummer 15 und gucken mal, ob das noch einer toppen kann, ob da noch jemand mithalten kann. Wir sind gespannt, vor allem auch, was in der 24 drin ist. Ich hoffe, da ist was richtig Krasses drin. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.